Ich grüße dich herzlich. Ich möchte gerne dir erzählen über Tomatensaft und wieso in Russland Tomatensaft ist so populär und wird überall angeboten und russische Menschen trinken gerne Tomatensaft. Was mich hat hier in Europa richtig irritiert, dass ich ganz selten sehe Tomatensaft und überhaupt, es wird in Gaststätte nie angeboten Tomatensaft. Und allgemein so, wenn du zum nach Hause kommst als Gast, bei uns ist selbstverständlich Tomatensaft. Wir quasi, wenn wir selber sehr viele Tomaten im Garten hätten, wir haben das mit Salz konserviert, diese Tomatensaft. Und ich möchte dir ein paar Sachen erzählen über Tomatensaft, dass dir wird bewusst, wieso wir in Russland so gern das trinken. Auf erster Stelle. Das hilft den Menschen Gewicht sehr gut unterhalten, also die fördert, dass der Stoffwechselprozess besser läuft und der Mensch nimmt nicht zu. Vitamin A und C enthält Tomate und Tomatensaft sehr reich an Vitamin C, was verbessert natürlich Immunsystem. Vitamin A, das ist natürlich sehr Kraft und Vitalität Immunsystem. Also es ist sehr, sehr beliebt aus diesem noch Grund. Also Tomatensaft auch unterstützt den Organismus im Kampf von freien Radikalen, also auch Herzgeschichte werden mit Tomatensaft unterstützt, auch Haut wird reiner und gesünder. Und es ist auch, muss man verstehen, Tomatensaft wird gepresst aus Tomate und das ist sehr strukturiertes Wasser, reich an Mineralien, was fördert die Blutbildung, was unterstützt die komplette Körperfunktionen und deswegen, das ist sehr gesund, weil es strukturiertes Wasser. Eigentlich jede frisch gepresste Gemüsesaft ist aus diesem Grund sehr, sehr gesund. Ja, auch wenn Magenprobleme ist, da trinkt man Tomatensaft, das unterstützt auch diese Prozesse. Ja, ich wollte dich motivieren dazu, dass du vielleicht auch ausprobierst. Ich liebe das Beispiel Tomatensaft, frisch gepresst. Und dann nehme ich noch ein bisschen Himalaya-Salz und salzige Tomatensaft. Es ist so lecker, erfrischend und lecker. Im Sommer, im Herbst das zu trinken, das ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Ciao!